Okay, Leute, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde tatsächlich gern mal eine lange Rast machen, weil uns hier Zauberplätze fehlen, weil die doch schon ziemlich knackig sind, die Jungs. Deswegen gehen wir einfach mal lange Rast. Yes. Checken wir mal, ob wir das unseren Fehler aus der letzten Folge wieder bereinigen können. Raise your eyes. Alles klar. Look upon she who conquers. Hä? Ja, so gucke ich auch gerade ungefähr. Wer bei Höllen seid ihr? Verschwindet aus meinem Lager. Ihr seid nicht willkommen. Who am I? I am Vlakith, undying queen of the noble Gethyanki. God Regent of the Six Arms of Tunarath! And you, you are abominations twice over. You carry geek parasites, and you harbor the heretic Prince Orpheus. Glorious Vlakith, I am unclean. I exhort you, grant me guidance. Hear my words, Vinisk. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the astral prism! Slay Orpheus the pretender! Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith. Commander of Dragons, my only, my chosen. Kneel before me, make your promise. Your parasites resonate. You feel Lazelle's ecstasy as she moves to kneel before her queen. Die Larve einsetzen durch ihre Sinne übertragen und langes Verstand suchen. Stellt euch den Tatsachen, Lazel. Vlakith hat euer Volk belogen. Widersagt eurer Königin. Los, Lazel, kniet vor eurer Königin nieder. 30! Alter Lachs! Das wird heftig! 35. Ha, easy. She has good reason, surely. Vlakith is my faith. My very purpose. Von lebenslanger Propaganda vergiftet. Ich bedauere euch, Lazel. So verneigt der Wurm sich vor den Wühlern. Zeigt Würde, erhebt euch gegen Vlakith. 18. Insgesamt 11. Oh, das wird übel. Scheiße! Kann ich nochmal erneut? 28. Lazelle's mind reels with images of Vlakith, the prism, and the Githyanki prince inside it. Mother Gith's son lives, caged by a prison of your design. Our people deserve the truth, but you have denied it to us. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally. I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing. You are nothing. The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow, while you beg for death! I will consume you! I will unmake you!
Okay. Wäre ich mal nicht ins Lager gegangen. Scheiße. Don't waste a step. Oder ist es die Katze? Räubchen. Nein. I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Ich tu dir nichts, Kätzchen. Wofür hast du solche Angst? Why are you so nosy? Ist Yenna böse zu dir? Weißt du, was mit Yennas Mutter geschehen ist? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Ist Yenna böse zu dir? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Darf ich dich streicheln? Please don't. Okay, merkwürdig. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Alles klaro. Ich bin mal am überlegen, ob ich Will und Schattenherz hier lasse. Wo haben wir sie denn? Hier ist Shatty. Maybe it'll bring us closer. Oh, hier sind ja beide. Ich möchte mal mit anderen Leuten rumreisen. Natürlich sind die übelst stark, das ist mir bewusst. Aber man muss auch mal so ein bisschen wechseln. To see the day when Lazelle turned her back on Vlakis. But all things considered, good for her. Ich möchte über unsere Beziehung sprechen. Ich glaube, besondere Larve. Aber wir haben uns nie so recht darauf eingelassen, nicht wahr? Für eine Weile schien sich zwischen uns beiden eine Romanze aufzubahnen. If you're sure. Bestimmt. Fine. I'll... Okay, Willy. Du bist auch raus. Vlakith's a fearsome one. The sort it's hard to say no to. But Lazelle said it anyway, to her immense credit. She's choosing truth. She's choosing freedom. For her? For Orpheus? For the Githyanki people. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only gift phrases I've picked up are the sweary sort. Are you sure? The blade stands at the ready and just... Schau mit V. Wen haben wir denn hier unten? Halsin. Soll ich Halsin mitnehmen? Wobei, so ein Heiler wäre nicht verkehrt, ne? Komm, Halsin. Oder? Soll ich Gale mitnehmen? Hier, Lazel. Du kommst auf jeden Fall mal mit. Dich hatte ich schon lange nicht mehr, obwohl ich deine Figur nicht so richtig leiden kann. You turned my eyes to the truth. Vlakith's forsaken me. And there's no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the Astral Sea. Never to cross the One in the Void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Weisheit. Ihre eigene Herrscherin terrorisiert euch. Ich habe guten Grund, sie zu hassen. I know hate. It seeds and distills into molten rock, forever rattling in the belly. But I've never known this. I feel no heat, no cold. I bear neither fangs nor talon. There is only absence. No matter. I am Vlakith's child no more. I have been born anew in Gith's son, my savior. And so, from the old battle cries is birthed another. Tmar Salar Orpheus, must still now forge an Inyeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward.
Habt euch auf was Sache schnell angeschlossen. Was ist mit euren eigenen Wünschen und Bedürfnissen? Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the Prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Flakit hat versprochen, euch zu machen. Klingt beeindruckend. Kommen wir jetzt zu anderen Go Dingen. On, then. Kommt in mein Team. Kommt doch in meine Gruppe. It is done. Mir ist auch gerade mal eingefallen, was richtig dumm ist eigentlich. Ich speichere mal kurz, weil es gibt ja noch einen anderen Begleiter. Und der ist im Anfangsgebiet. Astarion oder so. Können wir eine Schnellreise machen gerade? Zurzeit nicht möglich. Okay, den würde ich tatsächlich mal mitnehmen. Wir nehmen Gale mit. Wo ist Gale? Gale? Gaily? Hier ist Gale. Astarion müssen wir mitnehmen. Okay, ich nehme jetzt Gale noch mit in mein Team und dann reisen wir einfach mal just for fun in das Startgebiet. Ah. Und holen uns Astarion. Glad to see I'm not the only one on the wrong side of an omnipotent authority figure. Azel did well to break free of Vlakith's manipulations, though I doubt Vlakith will let such insubordination go unpunished. Wir haben ein seltenes Geschenk erhalten, eine astral berührte Larve mit der Macht, eine neue, teils illifidische Form zu gewähren. I can only imagine what I could do, were I to adopt the biology of a mind flayer. It certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, you've not yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. Schon gut, sprechen wir über andere Dinge. Komm doch. With pleasure. Alles klaro. Schawuppdiwupp. Okay, jetzt würde ich mal kurz den Test machen. Ich würde gerne mal hier Hayabubu machen. Wo ist denn hier Schlafsack? Don't mind if I do. Nee, hier ist nicht. Rucksack. Wo kann ich denn jetzt hier pennen? Zu Bett gehen. Auto auswählen. Lange Rast. So, und dann würde ich gerne mal zum Startgebiet, weil wir ja damals Astarion nicht mitgenommen haben. Keine Kontrolle, kampfunfähig. Okay. Okay, wir sind anscheinend irgendwie in einem Gespräch. Ah, okay. Wir haben immer noch chillige Musik im Hintergrund. How did you? Oh. It's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Was macht ihr da? Ihr wirkt besorgt. Ich dachte, so nahe am Gehirn wäret ihr auf der Hut. Eure Gesellschaft ist abstoßend. Ich will nur einmal schlafen, ohne zu träumen. An accurate summary. I have found myself distracted. Of late. I'm haunted by memories.
endless. I can think of nothing. No one else. An wen denkt ihr? Duke Stelmane. Or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. War es intimer? In a way. But not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me. And the city trusted her. I conceived the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield, through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Braucht ihr eine Umarmung? Ich bedauere euren Verlust. Wüsste ich nicht, dass ihr in Gedankenschinder seid, würde ich sagen, ihr seid traurig. Macht euch keine Mühe, ich weiß, dass ihr keine Gefühle habt. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Dem Imperator aufmuntern, die Hand drücken. Danke, dass ihr mir davon erzählt habt. Passt beim nächsten Mal besser auf. Ich weiß, ihr versucht mich zu manipulieren. Das funktioniert aber nicht. Ich weiß, was ihr seid. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Das war mal wieder aufregend. Kommen wir einmal zu Lazel. Wo ist denn unsere Truhe? Hä? Ich hab hier nicht geklickt. Lazel, guck mal kurz hier in unsere Truhe. So. Schawuppdiwupp. Dann machen wir mal I, ein Inventar. Und ich möchte mal gerne gucken, was ihr so hier drin habt. Auch an Rüstung. 10. Was haben wir denn da? Kushigo-Konter, genau. 6 und 11, 2 bis 7. Bis 9. 5 bis 12. 3 bis 8. Haben wir hier noch eine krassere? Kushigo, ah, die hast auch diese Kushigo-Dingsbums, ne? Einen sexy Mantel haben wir nicht mehr zufällig, ne? Doch, hier ist noch ein Mantel. Elementabsorption. Element absorbieren. Absorbiere einmal pro kurzer Rast Elementschaden. Beim nächsten. Ja, komm. Man nicht. Obwohl, die eigentlich geiler wäre für Gale, ne? Grimmschädelhelm. Schwere Rüstung. Kannst du schwere Rüstung tragen? Geht, ne? Haben wir noch eine schwere Rüstung? Ich meine, wir hatten noch eine schwere, ne? Oder? Grausamer Stachel. Ungewöhnlich Kleidung. Okay.
Ich meine, wir hatten aber noch eine schwere Rüstung irgendwie. Eisbissrobe. Hä, hatten wir keine Rüstung oder was? Schwere Rüstung, Kettenpanzer, doch da. Du erleidest 2 weniger Hitschaden. Bumm. Rüstungsklasse 19. Ja, nehmen wir so, oder? So, was haben wir hier? Ein schwarzer Oleander. Haben wir noch irgendwie geile Stiefel? Fersen. Federfall. Was haben wir hier? Mittlere Rüstung. Okay, dich würde ich erstmal so lassen. Gucken wir mal bei Gale eben. Gale? It shall be done. Ja, ich weiß auch, dass wir noch Level up machen müssen. Aber ich würde einfach mal so gucken, was wir rüstungsmäßig für die Jungs und Damen haben. Was hast du denn? Gewährt Resistenz gegen Kälteschaden. Ja, das ist die gleiche. Brutale Rache. Wenn ein Gegner einen Träger Schaden zufügt, erhält der Träger einen Zug lang Zorn. Und wir bringen hier mal so ein bisschen... hier kommen Schilde, kommen hier hin. Hier ist noch ein Schild. Sonst haben wir hier, komm, du kriegst den Umhang. Hier ist noch ein Schild. Rüstung. Rüstung. Komm, dann machen wir die Schilde einen runter. Das ist das Ding, das ist das Ding. Das kommt einfach mal hier unten hin. Nee, komm, das war da. Einfach mal ein bisschen Ordnung und so hier reinbringen. Okay, was hast du für Schuhe? Nebelschritt, geil. Okay, ich würde dich tatsächlich schon fast so lassen einfach. Einfach weil... Gewehrtrüstung, Verstohlenheit. Ja, Zorn brauchen wir nicht, hier ist noch eine Rüstung. Jetzt ist Runenbändiger, das Kampfrausch generiert 2 Züge lang Zorn. Jetzt auch nicht so krass geil. Hier kommt Feuerfall. Was hast du denn für eine Waffe? Schmerzhafter. Oh, der war eigentlich ganz geil immer. Komm, lassen wir so. Kurzwarte des ersten Blutes. Lassen wir einfach mal so. Okay, Leute, ich mache jetzt mal einen kurzen Save-Point und dann starten wir mal ein Experiment. Und zwar würde ich mal gucken, ob wir Astarion, diesen Schurken, noch kriegen, weil wir ja schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Baldur's Tor, Lager verlassen. Wir verlassen mal das Lager und dann machen wir mal einen Schnellreisepunkt in das allererste Startgebiet. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das wäre nämlich echt irgendwie interessant. Wegpunkte. Muss ich hier raus oder was? Kommen wir da überhaupt noch hin? Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so ein Experiment, was ich starten wollte. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin. So. Lager, Würmbrücke, Rivington. Komme ich gar nicht mehr in das allererste Gebiet hier? Komm, wir gehen mal nach Rivington. Ja, wir möchten das Gebiet verlassen. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder so einen fetten, langen Ladebildschirm. Genau. Okay, Leute, wir sind in Rivington. Können wir jetzt noch weiter zurück? Nee, anscheinend nicht. Obwohl, wir könnten rein theoretisch doch... Hier wieder in ein anderes Kapitel zurück, oder nicht? Rein theoretisch, oder? Oder geht das nicht?
Hier war das Startgebiet. Okay, geht nicht. Wir kriegen Astarion nicht mehr. Wir können nicht mehr zurück. Okay, schade. Okay, Leute, ich würde einfach dann hier mal ein Ladebildschirm. Ein Spielende machen. Schade, dass wir nicht mehr zurückkommen, aber ich hätte ja klappen können, rein theoretisch, ne? Oder obwohl, warte mal, bevor ich Folge beende, machen wir einmal Level Up hier. Stufenaufstieg. Doch, jetzt macht das. Machen wir noch einmal Level Up mit den beiden und dann würde ich anschließend im Anschluss die Folge beenden. Hätte ja klappen können, Leute. Klassenmerkmal. Unbeugsam. Du wirst so zäh wie ein Eisengolem. Wenn dir ein Rettungswurf scheitert, kannst du erneut würfeln und stattdessen das neue Ergebnis verwenden. Ja. Alles klar. Das war enttäuschend. Gibt es jetzt einen neuen Zauber hier? Für Geili? Einen neuen Zauber? Das wäre ganz cool, glaube ich. Zwei neue Zauber. Nice. Was gibt's denn hier Feines? Was ist denn das? Eine Steinwand. Eine Todeswolke. Kältekegel. Elementar beschwören. Verbiege die Barriere zwischen den Ebenen. Ja, das klingt doch ganz geil. Person beherrschen. Lass einen Humanoiden an deiner Seite kämpfen. Wann immer eine... Okay. Äußerlichkeiten. Telekinese. Wirf eine Kreatur oder eine... Das ist auch geil, ne? Komm, nehmen wir mal Gift. Zauber vorbereiten. Okay, wir haben ziemlich viele Stufe 1 Zauber. Hier, guck mal, den nehmen wir schon mal nie. Donnerwoge, den nehmen wir ab und zu. Den nehmen wir auch eigentlich nie. Nehmen wir mal ein paar krassere Zauber hier mit. Zum Beispiel den und den. Der ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Der Blitz war eigentlich immer ganz cool, ne? Schwachen Elementar beschwören. Dafür würde ich dann den mitnehmen wollen. Dann haben wir Eis und Feuer. Haben eigentlich... Ja, komm, lassen wir so, glaube ich. Okay, Leute, jetzt würde ich aber ein kleines Folgenpäuschen machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao mit V.